Unter dem Titel Europe for Freedom, Who is WHO? Fand am vergangenen Sonntag eine Kundgebung am Heldenplatz in Wien mit anschließender Ringrunde statt. Tausende waren der Einladung gefolgt. Es ist höchste Zeit, dass mutige Menschen aufwachen, nachdem der Mainstream dazu schweigt. Wir wollen die geplante WHO-Diktatur um jeden Preis verhindern. Wir wollen keine Knechtschaft, wir wollen keine Unterjochung durch die Globalisten dieser Welt. Globalisten ist die UNO, die WHO, die Weltbank etc., Weltwirtschaftsforum, Klaus Schwab, alle wie sie heißen. Die Menschen müssen munter werden, damit wir zukünftig überhaupt noch eine Demokratie haben. Und deswegen bin ich da. Daher ist es wichtig, mit demokratischen Mitteln gegen diese Machenschaften aufzuzeigen und ein Bewusstsein dafür zu schärfen, damit wir unsere Freiheit, auch die ärztliche Freiheit, die so wichtig ist, erhalten können. Ja, also die viele Arbeit hat sich absolut gelohnt, wenn man dann bei so einem schönen Wetter in die Menge der Menschen schaut mit den unterschiedlichen Landesflaggen aus Europa. Wir wissen, darüber hinaus hören uns Menschen aus der ganzen Welt zu. Wir haben einen Livestream mit englischer Übersetzung. Ich bin wirklich gerührt, dieses Zusammenarbeiten von so vielen unterschiedlichen Organisationen und Menschen hat wirklich gezeigt, das funktioniert. Und wir werden stark und immer stärker und möchten die Leute aufklären, damit wir eben wissen, wie wir unsere Angehörigen, aber auch unsere Regionalpolitiker in zukünftigen Zeiten auch informieren und sagen, so darf es nicht weitergehen. Es ist wirklich eine tolle Veranstaltung, vor allem die Leute, die es organisieren, sind der gemäßigte Flügel. Das ist derjenige, die mit rationalen Argumenten dagegen argumentieren, was hier möglicherweise in den Verträgen hineinkommt. Das Ganze läuft unter dem Titel Vorsicht ist besser als Nachsicht und es ist gescheiter jetzt in der Phase der Gestehung des Vertrages etwas zu tun, als nachher dann einem nachzulaufen und wir haben das einmal schon erlebt, was passiert, wenn man zu spät reagiert. Also finde ich diese Veranstaltung heute sehr gut, deswegen bin ich auch da, um das zu unterstützen. Die Menschen, die dürsten danach, informiert zu werden und man merkt jetzt wirklich, dass hier einiges in Schwung gekommen ist. Sowohl von der Besucherseite, die sich schon sehr weitgehend informiert haben, als auch von unserer Seite. Wir sind auch schon sehr viel weiter in der Information. Es ist unglaublich wichtig, dass wir jetzt diese Informationen in die Parlamente tragen. Wie ich vorhin gesagt habe, die Parlamentarier sind die Hüter der Verfassung. Sie sind die Hüter der Demokratie. Die müssen wir jetzt in die Pflicht nehmen, damit sie die Abstimmung über diese Gesundheitsvorschriften und den Pandemievertrag selber verhindern, respektive nicht daran teilnehmen. Also unsere Länder sollten diese Verhandlungen sofort abbrechen. An diesen beiden Rechtsvorschriften, Pandemievertrag, internationale Gesundheitsvorschriften, sofort niederlegen, weil jetzt schon erkennbar ist, dass sich aus beiden Vorschriften eine extreme eine Bedrohung für unsere Verfassung ergibt. Ja, das ist auf Kollisionskurs. Es ist eine mega coole Stimmung. Wir haben mit mehreren Bussen angereist aus allen Bundesländern oder vielen Bundesländern. Und das wichtigste Statement von uns und alle, die sich beteiligen wollen, auf die Website gehen, raus aus WHO, das Volksbegehren unterschreiben, damit dieses Desaster ein Ende hat und allen voran wegen der Frühsexualisierung und zum Schutz unserer Kinder. Wir als Bürger tragen nicht nur die Verantwortung für unsere Familien von heute, sondern auch für die Zukunft, für unsere Kinder und Kindeskinder. Und wir werden ihnen, das habe ich schon früher gesagt, eine solche Welt nicht unseren Kindern hinterlassen. Eine Welt, wo es kein Individuum mehr gibt, sondern nur noch Gleichschritt nach dem Diktat einer WHO, sprich Weltregierung. Wir werden dagegen aufstehen und ich werde dagegen kämpfen bis zum letzten Tag meines Lebens. Lasst euch nichts gefallen, lasst euch nichts bieten, ihr kämpft um euer Leben und um eure Freiheit. Es kann die WHO ansonsten, wenn alle diese Änderungen, einmal Pandemievertrag, zum anderen den Auge fassten Änderungen der internationalen Gesundheitsregeln, wenn alle diese Änderungen in dieser Form durchkommen, dann kann mit einem Argument, wie ich gesagt habe, Schnupfen ist eine schwere international gefährliche Krankheit,
ein ganzer Staat in eine Autokratie umgewandelt werden. Das haltet euch vor. Also man sieht immer an der Größe einer Demo zwei Dinge. Sind die Leute wirklich betroffen? Verstehen sie, um was es geht? Und zweitens, können sie sich identifizieren damit? Und das ist heute gelungen, wie man hören kann am Jubel im Hintergrund. Eine wirklich runde Sache. Ich bin auch gespannt. In Wien ist es immer so, die Standdemo, wo die Reden geschwungen werden, da kommen wenig Leute, aber wenn es dann in die Ringrunde geht, sind auf einmal Tausende, Zehntausende mehr da. Lassen wir uns heute überraschen, was passieren wird. Wir haben in Österreich gegenüber der EU schon sehr viel an unserer Selbstbestimmtheit, Souveränität aufgegeben. Ich glaube, das war schon ein Fehler. Und der nächste Fehler ist natürlich, wenn wir global gesehen dieser WHO alle Möglichkeiten bieten, damit sie uns knechten. Ich glaube, das ist ganz eine schlechte Entwicklung und dafür bin ich da. Und ich glaube, da müssen wir raus. Und ich glaube, die Menschen müssen da munter werden und sehen, dass das eine totale Fehlentwicklung ist.